Hey Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Scribblenauts Unlimited. Wir müssen mal wieder zu einer neuen Welt aufbrechen und zwar geht es heute zu den Pünktcheninseln. Ihr habt schon gesehen, ich habe Maxwell wieder ein bisschen verändert, damit er für uns einfach ein bisschen interessanter aussieht. Wir wollen ja nicht immer den gleichen Einheitsbrei. Und jetzt bin ich gespannt, was hier so los ist. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Hier ist wieder Rambo am Start. Nee, es ist ein Rettungsschwimmer. Ich will tauchen gehen, bin aber nicht richtig ausgerüstet. Okay, dann bräuchtest du ein Adjektiv und zwar, wie wäre es mit einem Nixenhafte? Gibt's das? Nebelhafte, Neonhafte, Nerdhafte, Nomadenhafte. Nein, Nixenhafte, wie wäre es mit Wassermenschenhafte? Waffelhafte? Oh mein Gott. Wahrhaftige Wahlleiter? Nein. Wie wäre es damit? Atemlose. Oh nee, das hilft ihm irgendwie nicht so wirklich, wenn er jetzt atemlos ist, oder? Nee, das ist glaube ich nicht so das, was wir wollen. Unbesiegbare dann halt. Ah, meine Güte. Okay, dann machen wir es anders. Dann bekommt er eine Nee, das gibt's ja glaube ich nicht. Atemmaske war das Richtige, oder? Nee, okay, Atemmaske gab's nicht. Atemgerät, war das das? Ja, genau, Sauerstoffgerät bekommt er dann halt einfach schnell. So, damit wir nochmal hier schnell unseren Starride-Splitter bekommen. Die Bohrinsel brennt übrigens. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wieso habe ich mich eben so verändert? Hey, guck mal, ich verändere hier mein Aussehen. Irgendwie. Frag mich nicht, warum. So, was haben wir denn hier? Ein Admiral. Ohne Militärschiff bin ich kein richtiger Kapitän. Okay, dann braucht er eine altertümliche Karavelle. So, bitteschön. Flugzeugträger kann ja jeder fahren, aber so eine Karavelle, das ist schon ein ganz besonderes Teil. Sie haben mein Schiff versenkt, okay. Ach so, je höher ich fliege, umso kleiner werde ich, oder was? Okay. Keine Ahnung, was da los ist. Hier sind auf jeden Fall wieder zwei Leute, die etwas wollen. Einmal die Mechanikerin. Wenn jemand das Wetter ändert, könnte ich die schwebende Burg finden. Ja, dann brauchst du vielleicht einen Tornado. Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen. Okay. Ich hätte gedacht, der Tornado ist vielleicht ein bisschen zu heftig, aber sie ist tollkühn und wird vom Tornado einfach umhergeschleudert. Tja. Sie hat das zwar nicht so ganz entdeckt, aber sie... Naja, zumindest ihr Paraglider hat es geschafft. Und wir haben es geschafft, ein Starride zu bekommen. Starride Nummer 73. Und ich will direkt Nummer 74 auch noch hinterher holen. Hilft dem Leuchtturmwärter dabei, seinen Leuchtturm sicher durch den Sturm zu bringen. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, was das, warum das ein Leuchtturm ist. Das sieht irgendwie ein bisschen strange aus. Aber hey, ich will mich da lieber gar nicht einmischen. Ja, macht ihr das mal, wie ihr meint. Oh, die packen hier die Sandsäcke hin. Ach, das ist der Leuchtturm. Sagt er doch. Übrigens, es regnet über dir. So. Da kommt ein Sturm, der die Insel überfluten wird. Die Frau des Leuchtturmwärters braucht etwas, in dem sie ihre Wertsachen aufbewahren kann. Die Wertsachen bewahrt man natürlich in einem wertvolle große Müllbeutel. So, bitteschön. Da würde ich die Wertsachen reintun. Naja gut, sie würde das leider nicht machen. Dann muss es halt die Schatzkiste sein. So, bitteschön. Wenn du wieder mal... Aber den Müllbeutel nimmt sie trotzdem mit. Tja, wusste ich's doch, dass sie den Müllbeutel insgeheim ziemlich feiert. Und sie macht sich da aus dem Staub. Sie will den Sturm scheinbar nicht miterleben. Wir bekommen in diesem Sturm keinen Empfang. Es schaffe etwas Langes und Dünnes, das unser Signal verstärkt. Ich habe zwar nichts erschaffen, aber scheinbar hat das gereicht, um
Okay, keine Ahnung. Ich habe zwar nichts getan, aber na gut. Wenn ich den Starrite dafür bekomme, dann ist es mir alles recht. Die Insel wird überflutet. Die Lampe des Leuchtturms muss so lange über Wasser bleiben, bis die Flut zurückgeht. Sonst läuft das Schiff auf. Okay, wie wäre es dann mit einer... Das ist eine beträchtliche Laterne. Da kann ich aber scheinbar nicht... kein Adjektiv drauf anwenden, oder was? Ah, jetzt bin ich hier runtergefallen. So, kletter doch mal hier hoch. Notiz verwenden, Adjektiv. Wasserdichte. Schwimmende. So, das dürfte dann genügen, dass sie auf jeden Fall kein Problem mit dem Wasser hat. Und jetzt ist der Sturm scheinbar vorüber. Wie von Geisterhand lösen sich sämtliche Regenwolken auf und die Sonne lacht uns wieder ins Gesicht. Da kommt das Schiff mit unserem Starrite, hoffe ich mal. Ja, da schleudert er den Starrite raus und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir müssen hier schnell runter und uns den Starrite einsammeln, so wie es sich gehört. Starrite Nummer 74, liebe Leute. Das kommt mir gerade recht. 74 Starrites, nicht schlecht. So, damit hätten wir diese Aufgabe auch wieder bestanden. 3 von 10 Starrite Splitter haben wir. Was möchtest du, Wissenschaftler, denn? Meine Ölplattform brennt, bitte lösche das Feuer. Ja, wie löscht man ein Feuer? Natürlich mit einer gigantische Decke. So, wenn die gigantische Decke nämlich das Feuer erstickt. Okay, das geht scheinbar nicht. Dann muss es halt eine riesige Sprengleranlage richten. Sprengler. Vielleicht einfach nur Sprengler. Sprinkler? Achso, ja, so ein Sprinkler meinte ich dann wohl scheinbar. Wie wäre es, wenn der... Achso, Moment. Wir können auch einfach interagieren. Ja, Notfall auf der Ölplattform. Die Leute können jetzt hier wieder in Ruhe arbeiten, bis BP ankommt und ja, immer wieder eine mittelschwere Ölkatastrophe heraufbeschwört. Aber hey, das ist nicht unser Problem. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. So, hier unten wollen die Leute noch was. Was ist das für eine? Eine Sirene. Ah, seht ihr wohl. Ihre schönste Stimme... Achso, ihre schöne Stimme hypnotisiert mich. Okay, wie wäre es denn, wenn ich dir das Adjektiv krächzende gebe? Ja, dann haben wir ihn entzaubert. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Die Liebe ist gebrochen und die Sirene muss sich ein anderes Opfer suchen. Oh, die will sogar was von uns. Ich bin so einsam, verstärke meine Stimme, um einen Freund zu finden. Okay, dann bekommst du jetzt ein Adjektiv krächzende Laute. Da bekommst du eine Laute und krächzende. Na okay, das war schon ein bisschen fies. Wie wäre es mit liebliche? Längliche, leblose, nein. Dann halt eine Ladylike. Ja, das ist der richtige für dich. Es ist ein Krake. Okay, so sieht ein Krake aus. Na, ich weiß ja nicht, aber der Ruf der Sirene hat scheinbar gewirkt und die beiden hier oben müssen wir jetzt auch nochmal abarbeiten. Zieh mich wie ein Pirat an und ich werde Kapitän dieses Schiffes sein. Und die hier zieh mich wie ein Viking an und ich werde Kapitän des Schiffes... Ah, okay. So, was braucht der eine denn? Ein Wikinger. Wikinger haben natürlich diese obligatorischen Wikingerhelme, also ein fällige große Wikingerhelm. So, sehr schön. Damit ist er Kapitän des Schiffes. Ich fand meinen Helm geiler, den ich ihm gegeben habe. Und du brauchst ganz eindeutig eine dicke Augenklappe. Zu jedem Pirat gehört eine Augenklappe, das weiß doch jeder. Arr. Sehr schön. Und jetzt gibt's hier Krieg oder was? Wikinger gegen Piraten. Du bist ein Pirat, du bist ein Wikinger und ja, jetzt gibt's eine große Klopperei. Haben wir alles erledigt? Nein, zwei Aufgaben sollen hier noch irgendwo auf uns warten. Ah ja, da oben ist noch jemand. Mal schauen, was der von uns möchte. Ich bin gestrandet. Gib mir etwas, um ein Rettungssignal zu senden. Der Matrose möchte ein Rettungssignal senden. Wie wäre es denn mit einer leuchtende Leuchtrakete? eine Leuchtpistole meine ich dann halt. Da ist sie, genau. So. Und schon
Werte abgeholt. Sehr schön. Haben wir wieder was geschafft. Sende ein Hilfssignal. So, uns fehlt immer noch ein Starrite-Splitter. Einmal rauszoomen hier. Da ist der Tornado, den wir da hingeschickt haben. Ich sehe hier nicht so wirklich was. Wer will noch was von mir? Ey, liebe Leute. Hallo, hallo. Ich bin bereit für Schandtaten. Okay, dann habe ich mir wohl irgendwas wieder kaputt gemacht. Dann sollten wir das mal eben zurücksetzen. Und dann schauen wir mal, was hier los ist. Ne, hier ist aber nichts mehr. Im Moment, wir brauchen wieder Adjektive, damit wir hier dann fliegende, schnelle, was hatte ich vorhin? Hatte ich so einen geilen Begriff noch gefunden. Vielleicht bärenartige. Okay, jetzt sind wir halt bärenartig, warum auch immer wir so bärenartig aussehen sollen. Ich habe eine kleine Vermutung, was ich vielleicht noch machen müsste. Vielleicht habe ich hier die Frau dadurch ein bisschen geärgert, dass sie halt nicht da richtig landen konnte. Ja, ich versuche das nochmal, liebe Freunde, dass wir der Alten hier helfen. Dass wir ihr helfen. Machen wir mal ein bisschen Wind. Winde. Nein, eine Winde will ich doch gar nicht. Ich möchte ein Sturm. Ja, ein Sturm ist vielleicht wieder zu starker Wind. Starker Wind sollte reichen. Kein Orkan. So. Hilft ihr das, darüber zu fliegen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann da drüben noch was von uns will, nämlich. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was da abgeht. Weil die Alte war ja auf einmal weg. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas kaputt gegangen ist durch. So, jetzt hat sie das wieder erreicht. Und möchte sie jetzt noch etwas von mir? Ja, wusste ich es doch. Habe ich mir nämlich gedacht, Leute. So, winzige Mechanikerin. Die Sorte ist fantastisch, aber ich bin so hilflos. Ja, sie ist so hilflos. Hilflos ist sie, weil sie kein Schwert hat. Ein Säbel, bitteschön. So, jetzt dürftest du nicht mehr hilflos sein, oder? Okay, das meinte sie scheinbar nicht so ganz. Wie wäre es, wenn sie einen Fallschirm bekommt? Nein, das reicht ja auch noch nicht. Wie wäre es dann mit einer Landkarte? Okay. Sie ist so hilflos. Vielleicht müssen wir sie auch einfach, hoch. Nee, warte. Hohe. Große. Jetzt ist sie doch eigentlich nicht mehr hilflos. Okay, sie ist scheinbar immer noch hilflos. Warum ist sie hilflos? Warum ist sie hilflos? Was könnten wir ihr geben, damit sie nicht mehr hilflos ist? Ich bin so hilflos. Wie wäre es mit einem Jetpack? Ein Jetpack kann eigentlich jeder gebrauchen. Na, das will sie auch nicht. Sie ist hilflos. Wieso ist sie hilflos? Wie wäre es, wenn sie einen Bodyguard bekommt? Ja, hochtrabende Wächter. Sehr schön. Der Bodyguard wird sie beschützen. Wir haben das Level vervollständigt. Und das bedeutet natürlich, wir gehen direkt in den Alliterationsabgrund. Mal schauen, was es dort so für uns zu tun gibt. Willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. So, dort haben wir einen Piratengeist. Starrite-Aufgabe. Und, was ist das? Ein weißer Hai oder ein Megalodon? Man weiß es nicht. Weißer, grandioser, großer, weißer Hai. Ich habe Zahnschmerzen, gib mir etwas für meine Zähne. Wieso bin ich so klein? Hallo? Ich bin nicht winzig. Nimm das Adjektiv winzig sofort weg. So, schon besser. Er braucht etwas für seine Zähne. Wie wäre es mit Zahnseide? Jeder Hai braucht doch Zahnseide. Und der passende Zahnarzt wird gleich mitgeliefert. Ich denke mal, das könnte klappen. Die Zahnschmerzen sind hoffentlich weg. Der weiße Hai lebt wieder und ja, er jagt jetzt diesem Doktor hinterher. Sehr schön. Okay, liebe Leute, an dieser Stelle machen wir dann aber auch erstmal einen Cut für heute, würde ich sagen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Scribblenauts. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.